Wie ich in meinem ersten Video auf diesem Kanal ja auch schon angedeutet habe, möchte ich mich auch sehr gerne mit dem Thema Tanz und Ballett beschäftigen. Und wie ich in meinem Video auf meinem Hauptkanal herausgefunden habe, interessieren sich auch viele von euch für das Thema Ballett und Tanz. Und deshalb dachte ich mir, lohnt es sich ja mal ein paar Videos darüber zu drehen. Und heute wollte ich damit mit dem ersten anfangen. Für die, die neu auf diesem Kanal sind und noch nichts von mir und dem Thema Tanz wissen, ich tanze Ballett, seit ich ungefähr 3-4 Jahre alt bin und jetzt auch schon seit einiger Zeit auf Spitze. Und heute wollte ich das Video einem Thema widmen, womit sich jede Balletttänzerin früher oder später auseinandersetzen muss bzw. will, nämlich Spitzenschuhen. Zum Thema Spitzentanz, Spitzenschuhen kann man so viele Videos drehen und ich habe auch ganz, ganz viele Ideen. Heißt, wenn euch das gefällt, dann kommt da noch einiges weiteres. Aber das Erste, wenn man ein neues Paar Spitzenschuhe oder sein erstes Paar Spitzenschuhe bekommt, ist natürlich das Einnähen und das Eintanzen bzw. die ersten Präparationen, bevor man dann wirklich anfangen kann mit dem Spitzetanzen. Heißt, heute geht es um das Annähen der Bänder, der Fersenbänder, das Präparieren, das Boxbrechen etc. pp. Und damit wollte ich heute anfangen. Ich hoffe sehr, dass es euch gefällt und wir fangen einfach an. Eigentlich hatte ich geplant, das Ganze wie so eine Serie aufzubauen. Heißt erstmal vom Finden des richtigen Spitzenschuhs bis dann hin zu Übungen, um den Schuh einzutanzen etc. Aber ich habe jetzt meine neuen Schuhe hier bekommen und dachte mir, okay, ich muss sie so oder so annähen und von daher lohnt es sich, jetzt das jetzt schon zu machen. Das sind meine neuen Schuhe, das sind von Bloch, die Serranade. Die hatte ich vorher noch nicht, deshalb bin ich sehr gespannt, wie die sich dann tanzen lassen werden. Das werde ich ja dann sehen. Meine letzten jetzt waren von Bloch, die Amelies. Die sind jetzt aber ziemlich durch, würde ich mal sagen. Also die tun ziemlich weh. Die sind einfach nur noch wahnsinnig tot und für nichts mehr zu gebrauchen. Und ich dachte mir, dass ich die mir hier aber für Fotos aufhebe. Deshalb lasse ich hier die Bänder dran und werde hier also neue Bänder mit kleinen Elastikeinsätzen annehmen. Das werdet ihr dann gleich auch alles sehen. Wie man zum Beispiel auch hier schon sehen kann, sind die Serranade einfach vorne von der Box her viel, viel schmaler als die Amelies und einfach generell viel feiner und viel enger für den Fuß, was aus Sicherheitsgründen manchmal ganz gut sein kann, aber auch ziemlich bängend. Von daher, ich hatte sie aber schon an und nach ewigem Rumprobieren habe ich hier seltsamerweise eine 4,5 und da eine 6,5. Also die Größen bei Bloch muss ich nicht wirklich verstehen. Aber auf jeden Fall die neuen, jetzt die Serranade, und ich werde dann vielleicht demnächst mal berichten, wie sich die so tanzen lassen. Mit den Amelies bin ich eigentlich ganz gut klargekommen. Die sind halt sehr weich, lassen sich sehr schnell durchtanzen und sind relativ unkompliziert. Von daher hatte ich mit denen nicht wirklich große Probleme, aber ich habe Hoffnung, dass es bei den Serranade jetzt noch besser wird. Und ich zeige euch jetzt, was die ersten Schritte sind, was ich so mit neuen Spitzenschuhen mache, wie ich sie präpariere, und wir fangen jetzt an. Ich fange damit an, dass ich mir markiere, welcher Schuh links und welcher rechts ist. Das ist jetzt ja noch voll egal, weil die Schuhe ja komplett identisch sind. Aber sobald ihr sie dann eintanzt, ist es wichtig zu wissen, welche Seite welche ist. Danach sind mir immer diese kleinen Bänder da vorne zu lang. Die sind zwar schon nützlich, aber nicht in dieser Länge. Von daher schneide ich mir die noch etwas zurecht, weil es mich persönlich einfach nur beim Tanzen stört. Und das mache ich auf beiden Seiten. Jetzt kommen wir auch schon zum größten Teil, nämlich dem Annähen der Spitzenbänder. Dieses Mal habe ich hier welche mit so einem kleinen Elastikeinsatz. Das schont einfach eure Fußgelenke ein wenig und ist viel angenehmer bei schnellen Variationen zum Beispiel. Und um die anzunähen und erstmal zu wissen, wohin die Bänder müssen, klappe ich hier hinten den Stoff um und habe dann ja schon so einen kleinen Knick. Und den markiere ich mir dann nur noch, weil genau da muss das Band rein, damit es dann perfekt am Fuß sitzt. Und das könnt ihr so ganz einfach rausfinden, indem ihr einfach hinten den Stoff umklappt. Da die Länge der Bänder ja von Hersteller zu Hersteller variieren, stecke ich das Band vorne so lange in den Schuh rein, bis das Elastikgummi hinten an meiner Achillessehne sitzt. Da muss es ja sitzen, weil sonst geht der Effekt ja verloren. Da müsst ihr bei beiden Seiten drauf achten, wenn ihr die annäht. Und die Bänder hier waren jetzt schon vorgeschnitten, heißt beide gleich lang, was ich eigentlich gar nicht mal so toll finde, weil eigentlich soll ja mindestens, also was heißt mindestens, eigentlich soll ein Spitzenband ja immer länger sein als das andere, einfach damit es leichter zu binden ist. Aber das war hier jetzt schon so vorgeschnitten und das ist eigentlich gar nicht so toll, aber ich habe keine Elastikbänder gefunden, die noch nicht vorgeschnitten waren, von daher muss das jetzt mal so gehen. Nachdem ich mir ja vorhin mit einem Stift die Markierungen an Band und Schuh gesetzt habe, fange ich jetzt mit dem Nähen an und da klappe ich einfach das Band so weit um bis zu der kleinen Markierung, nehme mir dann einen ganz normalen Faden, den ich einfach doppelt nehme, damit er viel, viel stärker hält, und nähe dann hier unten an diesem kleinen Abnäher des Schuhs sowieso an dem Rand entlang und nähe einfach dieses kleine umgeschlagene Stück an den Schuhrand. Und einige machen das auch gerne in so einem Quadrat, heißt, sie nehmen da alles, was bei mir jetzt absteht, noch an. Allerdings finde ich, sieht das von der anderen Seite auch nicht so wirklich schön aus und ich finde es auch nicht wirklich angenehm.
Wenn ihr jetzt allerdings euren Spitzenschuh bindet, wird euch auffallen, dass die Bänder, zumindest wenn die so lang sind wie meine, die am Ende übrig bleiben, noch sehr, sehr viel Stopp haben und einfach viel zu lang sind und viel zu viel behindern würden. Von daher kürze ich diese einfach, das auch nicht zu kurz, weil ihr wisst ja nie, wie ihr immer so straff bindet, mal straffer, mal nicht so straff, und das schneide ich einfach ab. Damit die abgeschnittenen Enden jetzt nicht ausfransen, nehme ich mir ein Feuerzeug und gehe damit ganz, ganz sanft und ganz, ganz leicht über das Ende, um das Ganze zu versiegeln, sodass es nicht weiter ausfranst. Ich kenne keine Tänzerin, bei der der Spitzenschuh ohne Elastikband hält, von daher muss hier nochmal ein separates Elastikband dran. Da nehme ich mir einfach ein ganz, ganz normales, da gibt es auch extra spezielle für, aber die hatte ich gerade nicht da. Und deshalb nehme ich mir einfach so eins und messe ungefähr so die Mitte mit meinem Finger zwischen hinten dem kleinen Strich am Spitzenschuh und dem eigentlich schon eingenähten Band und gucke dann einfach, wie viel ich brauchen würde, um einmal um den Fuß rumzukommen. Ich persönlich mache es immer so, dass ich mir das Band noch nicht zurechtschneide, weil ich damit bisher immer falsch lag von der Länge. Es war entweder zu eng oder zu weit. Deshalb lasse ich das große ganze Band dann noch erstmal dran und nähe erstmal das eine Ende so fest, wie ich es haben brauche. Auch wieder mit einem doppelten Faden mehrfach dran genäht und gehe dann noch einmal rum. Wenn das dann fertig ist, sollte das so aussehen, und ich finde es wichtig, dass die Bänder eng anliegen, aber nicht zu eng, weil ansonsten reißt ihr sie euch nur immer wieder ab und das ist sehr unangenehm und kostet euch einfach nur wahnsinnig viel mehr Arbeit. Für Nicht-Tänzer mag das seltsam aussehen, aber als allererstes verkloppt man natürlich seine Spitzenschuhe. Ich drücke da immer so leicht auf die Box, um sie einfach schon etwas weicher zu machen, dass ich einfach meinen Füßen doch halbwegs etwas Gutes tue, inwiefern man das auch immer tun kann. Und hau die Schuhe so ein paar Mal aufeinander, weil ich finde, dass das eine weichere Box macht, die angenehmer zu tanzen ist. Jetzt, wo alles fertig genäht ist, ziehe ich mir erstmal den Spitzenschuh an und stelle ihn dann so auf, wie ich auch auf Spitze stehen würde, um dort vorne die kleinen Bänder jetzt zuzuziehen, weil ohne diese zugezogenen Bänder rutscht der Spitzenschuh immer noch vom Fuß. Egal, ob Band angenäht oder nicht, und die sind wirklich wichtiger, als man meint. Da mache ich einfach vorne einen Knoten rein und verstecke sie ansonsten im Spitzenschuh. Jetzt mache ich einfach noch ein paar kleine einfache Übungen, um die Sohle und die Box noch etwas weicher und flexibler zu bekommen. Da arbeite ich mit meinem ziemlich so ganzen Körpergewicht und mache danach einfach noch ein paar kleine Stangenübungen, einfach um, wie schon gesagt, das Ganze etwas flexibler zu bekommen. Das war dann also auch schon mein Video zum Präparieren von Spitzenschuhen. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Arten und Wege und Möglichkeiten, und das ist jetzt nur, wie ich es so mit der Zeit mir angeeignet habe und was ich so gerne mache und was für mich gut funktioniert. Falls ihr dann noch irgendwelche anderen Vorschläge habt, dann lasst sie doch unten in den Kommentaren da. Da kann ich vielleicht ja auch noch was von lernen. Und ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst es mich doch wissen, falls ihr mit Spitze anfangt oder selber Spitze tanzt oder generell tanzt oder irgendwas zu dem Thema loswerden wollt. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, ich hoffe, ihr konntet was dabei lernen, und wir sehen uns dann eben im nächsten Video. Bis dann!